Guten Morgen zusammen. Ich hoffe, Sie hatten gestern einen schönen Abend und sind auch ausgeschlafen, dass wir jetzt heute Morgen gleich in zwei Blöcken hier unsere Panels anhören können. Ich habe jetzt das Vergnügen, Ihnen Frau Professor Birgit Althans vorzustellen. Sie kommt von der Leuphana-Universität in Lüneburg und ist dort am Institut für Bildungswissenschaften tätig. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich der pädagogischen und historischen Anthropologie, in der Bildungsforschung und in der Genderforschung. Und ich freue mich jetzt auf den Vortrag Digitalisierte Präsenzen Körper und Leib in situ? Bitte schön. Ja, ich wollte mich auch sehr für die Einladung in dieses Forum bedanken, weil ich ja zwar schon lange zu Körper forsche, aber zur Phänomenologie ist ja immer so ein vorsichtiges Verhältnis. Und speziell zu dem Thema dieser Veranstaltung eben gerade zum Verhältnis von Leib und Körper. Also das war das, was ich so als Dichotomie empfunden habe und was mich immer so ein bisschen in Frage gestellt habe. Jetzt ist es ein Versuch, der empirisch provoziert wurde, da eine Verbindung zu suchen. Und jetzt habe ich überlegt, ob es nicht auch noch sehr sinnvoll ist, diese unterschiedlichen Beschreibungsformen anzuwenden. Es geht mir in meiner Frage nach digitalisierten Präsenzen und Phänomene der Immersion, des Eintauchens in virtuelle Welten, konkretisiert am Beispiel der Gaming-Praxis, den Gebrauch von digitaler, interaktiver Spielformate, speziell am Beispiel FIFA 17, das ein sehr populäres Beispiel ist. Und ich kann mich auch outen, das beherrscht mein privates Zuhause, wo mein Sohn das Spiel verrückt. Und wir sind einfach dem ausgeliefert. Und haben wir einfach unterschiedliche Perspektiven darauf, erforscht aber auch selber zu. Ein Computerspiel, das erklärtermaßen sehr dicht an der analogen Realität der tatsächlichen nationalen und internationalen Wettbewerbspraxis der Fußballorganisation FIFA und ihrer Vereine konzipiert ist. Also sie haben ganz selten eine virtuelle Realität, die so nah an der aktuellen Realität tatsächlich situiert ist und die sich auch gegenseitig so massiv beeinflusst. Mit welchen Formen des Körpers, Körpertechniken und Präsenzen haben wir es in diesen Spielplätzen zu tun? Und last but not least, von wo aus und wie können wir diese als körperlich präsente Beobachterinnen in situ beobachten? Das ist meine eigentliche Frage. Also meine Frage ist nicht, wie spielen die, sondern meine Frage ist, wie beobachte ich das? Und wie kann ich das beschreiben mit meiner Körperlichkeit? Ich möchte im Folgenden kurz den Begriff der Immersion beschreiben und dann in das Phänomen FIFA 17, der analogen und digitalen jüdischen Verkörperungspraxis und damit verbundene Körpertechniken einstellen, um dann meine eigentliche Forschungsperspektive des Material Feminism vorstellen, die sich mit Wechselbeziehungen zwischen humanen und posthumanen Akteuren, Embodied Practices of Mentoring und deren Performativität befasst. Von hier aus dieser Forschungspraxis heraus, möchte ich dann sehr konkret nach Forschungsanschlüssen an die phänomenologische, empirische Forschung und deren Körper- und Leibkonzept anschließen. Und jetzt die Immersion. Unter dem Begriff der Immersion wird das individuelle Eintauchen in eine der realen, geteilten sozialen Situationen zunächst abwesendes, fiktional vermitteltes Medium verstanden. Zunächst galt es für die klassische mediale Erfahrung wie Literatur und Musik, wie es etwa der Maler Balthus pointiert und unter Zugabe erotisierender Gesten und Körperhaltung das tief anmutenden Settings darstellt. Also der ist berühmt dafür, Lektüre als Wegtauchen, Eintauchen in eine andere Realität zu erotisieren. Also dieses Wegschwimmen. Also der Körper, der noch da bleibt, ist dann irgendwie erotisch, aber im Prinzip ist die Aufmerksamkeit woanders. Mittlerweile bezieht sich der Begriff verstärkt auf das Eintauchen in virtuelle Realitäten wie Computerspiele,
die mittels der Medien ihrer Hard- und Software eine körperliche Interaktion mit bzw. in der virtuellen Welt erlauben. So definiert die US-amerikanische Forscherin für digitale Medien Janet Hart Murray Immersion als die Erfahrung, in eine aufwendig simulierte Umgebung transportiert zu werden, ist an sich angenehm, unabhängig vom fantastischen Inhalt. Immersion ist ein metaphorischer Begriff, abgeleitet von der physikalischen Erfahrung des Untertauchens in Wasser. Wir suchen nach demselben Gefühl einer psychologisch immersiven Erfahrung, wie wir sie von einem Sprung ins Meer oder in den Swimmingpool erwarten. Das Gefühl, von einer vollständig anderen Realität umgeben zu sein, so unterschiedlich, wie sich das Wasser zur Luft verhält, die unsere gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht, unseren gesamten Wahrnehmungsapparat. Was Murray als angenehme, also 1997, als angenehme körperliche Erfahrung auffasst, beschrieb Marshall McLuhan 1964 in Understanding Media mit dem Rekurs auf den Mythos des in sein Wasser gespiegeltes Bild Verliebten und deshalb in einen Teich eintauchenden Narziss noch als narkotisch. Dieses Eintauchen der Sinneswahrnehmung müsse körperlich und insbesondere sensorisch ausbalanciert werden, so McLuhan. Auch er beschreibt diesen Mediengebrauch überaus pointiert als besondere körperliche Praxis. Also ich habe da jetzt ein besonderes Zitat von McLuhan. Jede neue Erfindung oder Technik ist eine Ausweitung oder Selbstamputation unseres natürlichen Körpers und eine solche Ausweitung verlangt auch ein neues Verhältnis oder ein neues Gleichgewicht der anderen Organe oder Ausweitung der Körper untereinander. Physiologisch wird der Mensch bei normaler Verwendung seiner technischen Mittel oder seines vielseitig erweiterten Körpers dauernd durch sie verändert und findet seinerseits immer neue Wege, um seine Technik zu verändern. Der Mensch wird sozusagen zum Geschlechtsteil der Maschinenwelt, wie es die Biene für die Pflanzenwelt ist, die es ihnen möglich macht, sich zu befruchten und immer neue Formen zu entfalten. Es ist jetzt auch eine etwas wilde Metaphorik, aber es trifft die Sache, also dass sich das permanent in Veränderung befindet und auch gegenseitig ständig verändert. Die Welt der Maschine erwidert den Liebesbeweis des Menschen, indem sie seine Wünsche und sein Begehren schnell erfüllt, ihm nämlich Reichtum verschafft. Es war ein Verdienst der Motivforschung, dass sie die sexuellen Beziehungen des Menschen zum Auto aufdeckte. Und das ist ja wiederum eine gesellschaftliche Realität, die wir im Moment heiß diskutieren in unserem Verhältnis zum Diesel und den Konsequenzen, die die Politik daraus zieht. Also es ist ja ein sehr affiziertes Verhältnis, das da auch zum Ausdruck kommt. Man könnte behaupten, Donna Haraways Konzept der menschlichen Cyborgs, der Verschränkung von Menschen- und Maschinenkörper oder Bruno Latours symmetrische Anthropologie menschlicher und nichtmenschlicher Wesen sei hier schon angelegt. Aber auch Maurice Merleau-Ponty spricht im Kontext seiner Reflexionen über die leibliche Wahrnehmung des Raumes von einem virtuellen Leib als expandierendem Konstrukt. Worauf es ankommt, ist nicht mein Leib, so wie er faktisch ist, als Ding im objektiven Raum, sondern mein Leib als System möglicher Aktionen, ein virtueller Leib, dessen phänomenaler Ort sich durch seine Aufgabe und Situation bestimmt. Mein Leib ist da, wo er etwas zu tun hat. Zitat Ende. Eine Praxis, wo solches zu beobachten wäre, stellt meines Erachtens das Computerspiel FIFA 17 dar. Das Computerspiel FIFA wurde wie Mario und Tetris in den 1980er Jahren im Kontext der Entwicklung von Videospielen für die ganze Familie und für Leute entwickelt, die kein größeres Interesse am Medium Computerspiel als solches hatten. For many, FIFA is the only game that they buy each year. In many parts of the world, the word FIFA is not synonymous not with football scandal-ridden governing body, but with the video game that licenses its name. On a given Sunday, the day on which is played often, more than 200 million matches of FIFA can take place in living rooms, studies and bedrooms around the world. The series had sold more than 150 million copies, its popularity extending far beyond the world of football. Also die virtuelle Realität von FIFA ist massiver, bekannter auf globalen Kontexten als sozusagen die Organisation FIFA, die ja wirklich skandalträchtig genug ist, selbst. Also die virtuelle Realität hat das jetzt schon überholt. Also das ist sozusagen die Technik, wie das hergestellt wird. FIFA wurde von Electronic Arts oder Electronic Sports entwickelt,
ein Unternehmen, das von Beginn an, also wie gesagt Ende des 20. Jahrhunderts, an anstrebte, möglichst authentische Mannschaftsspielsituationen zu kreieren und die ständig weiterzuentwickeln. Man arbeitete mit neuen Kameraperspektiven auf das Spielfeld, mit Statistiken und mittlerweile mit Motion, das sehen Sie da, Motion Capture Videotechnik nah an den körperlichen Praxen der realen Fußballspieler, die im digitalen Spiel reanimiert werden. Also das ist Lionel Messi und Sie sehen, also sein Körper ist bestückt mit elektronischen Sonden und die Funktionen der einzelnen Körperteile werden aufgezeichnet und einprogrammiert und berechnet. Aktuell erarbeitet ein Netzwerk von 9000 Datenanalysten von jedem der 18.000 in das FIFA-Spiel aufgenommenen Spieler ein genaues Profil mit bis zu 30 Statistiken ihres körperlichen Zustands und ihrer besonderen Fähigkeiten. Also man sieht hier also einfach seine Schusstechnik zum Beispiel und wie er so steht dabei. Dies ist so präzise, dass sich die Profispieler selbst an ihrer digitalen FIFA-Bewertung und ihren dortigen Up- und Downgradings orientieren. Also man wird in FIFA, also in dem Spiel, anhand der körperlichen Performance in einer Saison auf dem Spiel bewertet. Man bekommt Punkte und die Spieler also unterhalten sich dann auch permanent darüber, wie viele Punkte sie in FIFA bekommen haben. Also das ist tatsächlich eine reale Leistungseinschätzung, die ihre reale Leistung auf dem Spielfeld wiedergibt und über die sie kommunizieren. Also das gehört so zum Gesamtprofil dazu. Das ist so präzise, dass sich die Profispieler selbst in ihrer digitalen FIFA-Bewertung ihren dortigen, some players, sagt Simon Parkin, have even incorporated techniques learned on the virtual pitch into their real-life game. The German defender Mats Hummels once alluded the way in which FIFA can help players visualizing new ways of playing, saying, some people use what they learn in FIFA when they find themselves on the pitch. Also es gibt sozusagen ein Imaginäres, was sie dann abrufen oder versuchen abzurufen im Spiel oder in der Spielsituation. In 2008, after saving a penalty from AC Milan's Ronaldinho, the Italian goalkeeper Marco Amelia said it was just like playing against him on PlayStation. He had the same run-up. It was very strange. Aber FIFA 17 reproduziert, animiert und optimiert nicht nur die körperliche Spielpraxis der professionellen Fußballspieler, es kreiert mittlerweile auch eine körperliche Spielpraxis derjenigen, die es nur digital spielen, den E-Sport. Und das war ist jetzt, was das heiß diskutiert wurde. Es gab jetzt die erste Weltmeisterschaft in London. Ich habe Ihnen jetzt keine Bilder mitgebracht, was da für Massen am Start sind. Also es ist wirklich wie eine Weltmeisterschaft, heulende Menschen, also außer Rand und Band, die zusammenkommen, um zwei Leute an einem Bildschirm Fußball spielen zu sehen. Und jetzt müssen wir das Video zeigen. Das habe ich Ihnen mal mitgebracht, wie das dann aussieht als körperliche Praxis. Through and of course you're looking at the likes of Ruud Gullit, almost certainly going to be in both of these teams, probably see Patrick Vieira alongside him. They're just making changes now. What they're going to do is rearrange their chemistry. I can tell you also Rio Ferdinand is in there as well, another legend, sort of ex-Man United player. There's Ruud. He's got his dreadlocks back in this game though. He's not got the shaven look. He's got the old traditional AC Milan dreadlocks that he used to have when he used to play alongside Marco van Basten, the legend himself. Yeah, and honestly, we've seen Ruud Gullit in, I think, 99.9% of all of these Xbox teams. Obviously, fantastic card to have in there. Really big impact player, can do a lot for you. Super versatile, and that'll be a case here throughout these Xbox games as well. But we can see there on your screens just some last-minute changes. These guys, now, it is a case of, how do I do this? How do I set up my team to give me the best possible chance? You already know. Red for Gorilla. And it is Cody on the attack. He needs an early goal. Could this be it? A little tapping already. De Gea, it's not cleared yet. Ronaldo thumps it across the box. And it's straight scooped into the hands of De Gea. Intent there, really shown already from the get-go by Cody. However, once we see Gorilla in possession, that's where we really see how Cody deals with this one, playing that three-man back line. Also was man hier sieht, also, und Sie hören auch schon am Kommentar, also dieser Moderator spricht, also er kommentiert diese digitale Spielpraxis, also wir Spiel aufstellen, also die Leistungen der digitalen Spieler, also der virtuellen, im virtuellen Spiel,
aufgestellten und ins Finale gekommenen Spieler mit dem gleichen Ton, mit dem er dann das Spiel, was dann virtuell passiert, auch kommentiert. Also das fließt auch schon auf der Ebene ineinander. Man sieht hier die gegeneinander spielenden Finalisten bei ihrem täglichen Tun im digitalen Aufstellen ihres Teams, dessen Zusammensetzung sie sich durch ihre Spielpraxis im interaktiven Online-Spielmodus Ultimate Team, also über das sie sich auch über für ihre Teilnahme qualifizierten, leisten konnten. Also ich kann mir mit der Spielpraxis virtuelles Geld erwerben, mit dem ich dann Spieler erwerben kann und, wie man gesehen hat, im Publikum eben auch sehr berühmte Spieler erwerben kann, die ich in mein Team nehme. Also das stelle ich so im Prinzip aufgrund meiner Spielpraxis her. Dann stellen sie die Taktik ein, also sie entscheiden, ob sie schnell, offensiv oder defensiv spielen, sowie daran anschließend das Spiel im eigentlichen Spielmodus mit dem Controller der Spielkonsole, mit dem sie das virtuelle Spiel ihrer Mannschaft steuern. Und das ist, wenn man das selber probiert, wirklich extrem voraussetzungsvoll und technisch wirklich schwer. Also weil man einerseits auf der linken Controller-Seite den Laufmodus einstellt, auf dem Joystick, also mit dem eben ein Avatar gestartet wird. Dann kann man dabei den Dribbelmodus einstellen, den Sprintmodus. Man muss gleichzeitig die Spieler wechseln. Auf der X-Taste kann man im Angriffmodus wiederum die Modi von Pässen, Flanken und Steilpässen, diversen Torschüssen, also wie Lupfen, Winkelschüsse und so weiter, steuern. Das muss ich alles in den Händen haben und muss ich, Sie haben es gesehen, das ist realer Spielverlauf, drauf haben. Das muss ich, also ich muss sehr schnell zwischen Kopf und Händen hin und her steuern können. Und Sie haben gesehen, man sieht das gar nicht. Die sitzen da und machen so. Aber es ist eine körperliche Praxis. Gleiches gilt für den Spielmodus der virtuellen Defensivarbeit, mit der man Verfolgen, Grätschen, Tackling sowie das Agieren des Tormanns steuert. Gefragt ist dabei neben der Fingerfertigkeit beim Gebrauch des Controllers ein hohes taktisches Spielverständnis, sowohl die mentale und kognitive Fähigkeit zu schnellen Entscheidungen, die zwischen dem eigenen haptischen Vermögen im analogen und dem simulierten athletischen Vermögen und spielerischen Können der Spieler im virtuellen vermitteln. Also ich muss auch immer noch übersetzen mit dem, was ich mit meinen Fingern kann und was dieser Spieler, den ich ja gekauft habe und der also bestimmte Fähigkeiten hat im virtuellen, das muss ich miteinander vernetzen und überbrücken. Also es ist unglaublich komplex. Sowohl die Körpertechniken wie auch die medialen Techniken bei FIFA 17 sind sehr komplex und setzen großes Talent für die digitale Präsenz sowie eine immense tägliche Spielpraxis voraus und man kann auch sagen, die Bereitschaft zu großem ludischen Übungsfleiß. Das ist natürlich für Eltern nicht so witzig, aber sozusagen, wenn man das wirklich richtig spielen will, muss man da unheimlich investieren. Digitales und analoges Spiel sind bei FIFA 17 mittlerweile so verschränkt und in dieser Verschränkung kommerziell so interessant, dass auch traditionelle Bundesliga-Vereine wie Schalke 04 und VfL Wolfsburg dazu übergehen, E-Sportler zu kaufen, die dem gleichen körperlichen Trainings- und Ernährungsprogramm unterworfen werden wie die Profispieler. Ich muss nämlich sehr fit sein, wenn ich das mache. Digitale und analoge Präsenz lassen sich auch kaum noch unterscheiden, sind miteinander verschränkt und lassen sich auch in ihrer kulturellen Dimension kaum noch mit der Unterscheidung, die der Präsenztheoretiker Hans-Ulrich Gumbrecht zwischen Repräsentation und Repräsentation vornimmt, definieren. Während Repräsentationskulturen Abwesendes repräsentieren, dabei Wissensbestände durch Reflexionsprozesse und Interpretationen der Wirklichkeit erwerben und bestrebt sind, mit diesem Wissen die Welt zu transformieren, sind Repräsentationskulturen bestrebt, das, was sonst abwesend wäre, wieder anwesend, im räumlichen Sinne des Wortes wieder greifbar zu machen. Das ist also das, was Gumbrecht als Repräsentationsbegriff und Präsenz, was auch seinen Präsenzbegriff ausmacht, vorschlägt. Wie aber beschreiben wir diese Praxen aus einer am Körper, an Leib und Leiblichkeit interessierten Forschungsperspektive? Der Erziehungswissenschaftler Nino Ferrin, der neue Medienpraxen aus der Perspektive einer pädagogischen Anthropologie als mediale Selbstbildungsprozesse beschreibt, schlägt vor, diese neuen Medientechniken dezidiert aus einer Perspektive der Körperlichkeit heraus zu betrachten. Er zitiert den Medienwissenschaftler Mark Butler. Dieser fasst den Gebrauch des Körpers und des Computers zu einem Umgang mit Medien bzw. zu Medientechniken des Selbst zusammen.
und benennt dabei die Gestaltbarkeit der je eigenen technomedialen Lebenswelt sowie die rückwirkende Gestaltung des Selbst durch diese Mitwelt, die ihre Interaktivität genannt werden kann. Und das ist für ihn charakteristisch für den Stand der jeweiligen Selbsttechniken. Aber wie? Achso, Entschuldigung. Nee. Wie und von wo aus und vor allem im Kontext der KMK-Vorschläge zur Forschungsstrategien, gerade der Schulforschung im Rahmen der Kulturen der Digitalisierung, wie soll das beschrieben werden? Ich möchte nunmehr die Forschungsperspektive des Material Feminism vorstellen. Die amerikanische Philosophin und Physikerin Karen Barrett ordnet in ihrer agentiell-realistischen Ontologie des Posthumanismus die Beziehung zwischen Materie als posthumanen und menschlichen Körpern mit Bezug auf Foucaults Diskurspraktiken, Judith Butlers Performativitäts- und Materialitätstheorien und Niels Bohrs Auffassung über die Subjektivität in Apparaten neu. Also Niels Bohr als Quantenphysiker wohlgemerkt. Die posthumane Performativitätstheorie Barrett interessiert sich für die Materialität der Dinge und der damit eng verknüpften Perspektive der Performativität der Materie im Zusammenwirken mit menschlichen Akteuren. Alle Körper und nicht nur menschliche Körper materialisieren sich und gewinnen Relevanz durch die schrittweise Interaktivität der Welt, ihre Performativität. Materie ist in dieser Perspektive keine feste Substanz, sondern Substanz in ihrem interaktiven Werden. Kein Ding, sondern eine Tätigkeit, Gerinnung von Tätigsein. Materie ist ein stabilisierender und destabilisierender Prozess schrittweiser Interaktivität. Nicht nur die Beobachtung solcher Prozesse, unter anderem der menschlichen Interaktion und mit insbesondere für die Identitätsinszenierung und Stabilisierung wichtigen Apparaten wie Smartphones oder Blindenstöcken bei Merleau-Ponty und bei Merleau-Ponty eben Sinneszonen genannt, mit Rollatoren, mit Prothesen oder Rollstühlen ist dabei relevant, sondern auch die Wirkung, die solche Beobachtungen auf die Beobachtenden haben. Also wir hatten ja gestern auch das von dem in der Sichtbarkeit, also was wird da sichtbar in diesem Zusammenspiel mit den Apparaten. Barrett erwähnt etwa die Unsicherheit, wer eigentlich spricht, wenn der Physiker Stephen Hawking, der aufgrund seiner Krankheit nicht mehr ohne auf ihn eigens zugeschnittene elektronische Geräte verbal kommunizieren kann, eine Vorlesung hält. Also sie fragt, wer spricht da eigentlich? Also der Apparat oder Stephen Hawkins? Sie schlägt für solche Beobachtungssituationen wechselseitiger, einander durchdringender Performativität von Dingen und Menschen in den Augen der Beobachterinnen den Begriff der Interaktion vor, der ihres Erachtens den Begriff der Interaktion ablösen soll. On my gentle realist elaboration, phenomena do not merely mark the epistemological inseparability of observer and observed, rather phenomena are the ontological inseparability of agently interacting components. That is, phenomena are ontologically primitive relations, relations without pre-existing relata. The notion of interaction represents a profound conceptual shift. It's through specific agential interactions that the boundaries and properties of the components of the phenomena become determinate and that particular embodied concepts become meaningful. A specific interaction involving a specific material configuration of the apparatus of observation enacts an agential cut in contrast to the Cartesian cut, an inherent distinction between subject and object, affecting a separation between subject and object. Das ist sozusagen ihr Konzept. Und das ist aufgegriffen worden von der englischen Unterrichtsforscherin Carol Taylor, die in ihrem Aufsatz Objects, Bodies and Space, Gender and Embodied Practices of Mattering in the Classroom zeigt, also wie man diese Beobachtungsperspektive in Situationen schulischen Unterrichts fruchtbar machen kann. Und man kann das ganz gut verfolgen. Sie beschreibt, wie sie Soziologieunterricht in der Oberstufe beobachtet und eigentlich was total Perfektes sieht, also ein charismatischen, präsenten Lehrer im schwarzen Anzug, der wirklich seine Klasse beherrscht. Also man kann eine Stecknadel fallen hören, alle sind aufmerksam, oben hängen die Gründungsväter der Soziologie, alles ist in Ordnung. Und sie sagt, was nervt mich hier eigentlich? Also sie hat so ein Unbehagen in der Kultur und ist irritiert dadurch. Und
Das ist jetzt das, was sie dann beobachtet. Also man sieht erst diese Beobachtungsprotokolle und dann versucht sie das eben zu verifizieren anhand seiner Interaktion oder Intraaktion mit den Dingen im Schulraum. Sie beschreibt eben sein Zusammenwirken mit einem speziell für ihn angefertigten Stuhl. Und der Stuhl und sein Gebrauch durch die männliche Lehrperson wird zum ersten signifikanten Gegenstand der Unterrichtssituation, ihrer Interaktion und insbesondere ihrer Intraaktion. The materiality of the chair, an elegant black and chrome, decidedly office chair, on casters and with a tilting facility, the only of its kind in classrooms throughout the college, and the others being fixed, also die Schüler, auf fixed and upright, molded red or orange plastic. Die sitzen auf fixierten, also wie Sie jetzt, Plastikstühlen. Und das setzt schon mal die possibilities of mobility and stasis. The chair and this body formed a human, non-human assemblage with freedom to glide, slide, spin, twirl, tilt, lean, roll and spring. The vitalism of the chair body assemblage created momentary eruptions in the lessons, was ihre Beobachtungsnotizen beschreiben, which disrupted traditional notions of how teachers sit, stand and physically behave. As, for example, when Cher and Morky, was sie jetzt zusammen beschreibt, whisk to the computer to display a PowerPoint in which Max Weber goes walkabout, or when Morky leaned back on the chair and to the tipping point in an embodied display of adult hegemonic masculine nonchalance. Young men and boys, unlike girls, routinely tip backwards in chairs to embody resistance and or aggression in pedagogic authority context. Taylor zeigt noch an mehreren anderen Unterrichtsdingen, wie ihre Beobachtungsirritationen anhand von Rekonstruktionen der Interaktionen von Menschen und Dingen rematerialisiert werden. Mit ihrer Analyse von PowerPoint-Vorlesungssituationen haben der Sozialwissenschaftler Hubert Knobloch 2007 und die Kulturwissenschaftlerin Sibylle Peters 2011 für den Hochschulunterricht gezeigt, wie digitale Repräsentationsformate im Zusammenspiel mit menschlichen Akteuren in Situationen der Wissenspräsentation ihre eigene, oft kontingente Präsenz entwickeln. Und das haben wir hier jetzt gerade ja auch noch mal gesehen. Also das ist eigentlich ein Gerät oder ein Apparat, den ich zur Unterstützung des Vortrags einsetze und gebrauche. Und der bockt. Und dann sind wir alle mit diesem Apparat beschäftigt. Und sozusagen, also die Vortragssituation ist kein Dreieck mehr, sondern tatsächlich ein Viereck. Also was wir ja auch gestern auch schon gehört haben. Das hat eine eigene Performativität. In dem Medium. Taylor zeigt noch, ich komme zum Schluss und zu meinen Fragen an die Phänomenologie. In einem aktuellen Forschungsprojekt in Kooperation mit der Universität Hildesheim, der TU Braunschweig, unter dem Titel Materialität von Geschlecht und pädagogischer Autorität, Interferenzen von Körpern und Dingen in Bildungsinstitutionen, untersuchen wir die Intra- und Interaktionen in Lehr-Lern-Situationen, unter anderem mit digitalen Dingen wie Laptops, Tablets, Smartphones und Whiteboards und nutzen dabei die Methodologie und Theorie des Material Feminism. Wir gehen dabei davon aus, dass wir es hier mit ähnlich untrennbaren Verschränkungen von digitalen und analogen Praxen in situ zu tun bekommen können, wie anhand von FIFA 17 beschrieben, sowohl in der Unterrichtssituation wie außerhalb in Pausen oder vor und nach Schulbeginn. Wichtig scheint uns dabei die Perspektive der Eingebundenheit des oder der Forscherin in die Situation und ihre Wahrnehmung ihrer Interferenzen anhand von beobachteten Interaktionen. Wir fragen uns jedoch, ob hier nicht die für die Phänomenologie spezifische Perspektive auf Körperlichkeit und begriffliche Trennung von Leib und Körper produktiv gemacht werden könnte. Ich greife dabei auf die von Hartmut Böhme. Vorgelegte Definition, also er geht dabei auf die ganze Phänomenologiegeschichte von Hegel bis Merleau-Ponty zurück und greift aber auch die neuen Technikanthropologien von Haraway und Latour auf und definiert den Leib in Abgrenzung von Hegels, Schopenhauers und Merleau-Pontys Auffassung vom Körper als unmittelbares Dasein, der durch den Akt des Willens, das ist bei ihm ein zentraler Punkt, und die Intentionalität des Handelns angeeignet wird. Und Böhme beschreibt den Leib als pathische Existenzweise. Es ist insbesondere der Schmerz, der mir meinen Körper unausweichlich zueignet. Es ist der Schmerz, der mir deutlich macht, dass es um mich geht, wenn andere meinem Körper Gewalt antun.
Es ist die Scham, die mich darauf festnagelt, dass ich jetzt hier dieser Körper bin, obwohl ich lieber ganz woanders wäre. Es ist der Schreck, der mich in mir, nämlich diesem Körper, zusammenfahren lässt. Allgemeiner kann man sagen, dass die Beziehung zu mir selbst, die mich von meinem Körper reden lässt, in der betroffenen Selbstgegebenheit gründet. Ich erfahre mich als Natur, insofern ich mir selbst gegeben bin. Das ist meine Definition von Leib. Leib ist die Natur, die wir selbst sind. Es empfiehlt sich deshalb, eher vom eigenen Leib als vom eigenen Körper zu sprechen. In seiner Auseinandersetzung mit Haraways Cyborgs und Latours Begriff des Hybrids zeigt Böhme sich beeindruckt von deren vorbehaltloser Anerkennung des zivilisatorischen Zustands, in dem wir uns befinden. Er erkennt auch die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Dichotomien Natur, Gesellschaft, Objekt, Subjekt, die Latour zufolge die Konstitution der Moderne ausmachten und die ja auch nicht nur Haraway, sondern auch Barrett und Taylor für obsolet erklärten. Allerdings möchte Böhme im Gegensatz zu diesen Autorinnen die Menschenwürde vor der Technisierung des menschlichen Körpers retten, was angesichts der oben beschriebenen, verschränkten, ununterscheidbaren digitalen Präsenzen schwierig zu sein scheint. Aber es könnte spannend sein, auch für die Erforschung von Interaktionen solcher digitaler Präsenzen aus der Perspektive des Material Feminism auf die von Böhme vorgeschlagene Beibehaltung einer kritischen Theorieperspektive einer Spannung zwischen den Doppelbegriffen von Körper und Leib zurückzugreifen. Und man könnte versuchen, dies produktiv zu machen. Nochmal Böhme. Der Leib hat, wie die Leibphänomenologie inzwischen gezeigt hat, eine komplexe Struktur und ist das Medium unserer konkreten Anwesenheit in der Welt und unserer Teilnahme an ihr. Im leiblichen Spüren erfahren wir zugleich, dass wir uns unserer selbst nie vollständig mächtig sind, dass uns etwas, was wir qua Ich gerade nicht sind, ausmachen. Es ist gerade dieses, was wir durch Distanzierung vom Ich zum Körper objektivieren können. Der Körper ist das, was wir durch relative Lokalisierung im Raum bestimmen können und durch Vorgänge des Messens und Wiegens und im Weiteren durch alle wissenschaftlichen Methoden objektivieren können. Es ist das, was man auch im klassischen Sinne als Natur bezeichnet, nämlich als Gegenstand der Naturwissenschaft, also eigentlich Physik. Bedeutet also die digitale Präsenz in situ die Beschreibung eines abwesend anwesenden Körpers im realen Raum, also real in Anführungszeichen, mit einem virtuellen Leib im Computer, beschrieben von einem anwesenden Körper im Raum, der die körperliche Anwesenheit bzw. Abwesenheit als negative Erfahrung, als Krise, als Irritation leibhaftig empfindet bzw. erleidet? Das wäre meine Frage, die ich stellen wollte, ob Sie das für sinnvoll erhalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.